Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs im Odenwald. Heute, wie ihr vielleicht im Hintergrund erahnen könnt, sind wir auf der Burg Breuberg. Und da haben wir eine Führung gebucht. Die kostet für Familien 12 Euro, dauert circa eine Stunde. Die machen wir jetzt mal mit dem Herr Krieger. Und dann schauen wir uns die Burg einfach mal an. Viel Spaß dabei! Leute, wir sind angekommen, Parkplatz gefunden und jetzt zeige ich euch mal, hier vorne ist noch ein bisschen was, eine riesengroße Rutsche für Kinder und hinter uns den Weg hoch geht's zur Burg. Dann legen wir jetzt mal los mit der Führung und die beginnt im ersten Obergeschoss. Hier sind ein paar alte Ritterrüstungen. Die erste auf der linken Seite ist ein Original, die anderen sind Replikas. Hier sieht man an der Wand alte Waffen der Ritter. Die wundervoll gestaltete Decke des Raumes mit allen möglichen geschichtlichen Ereignissen, die dort abgebildet sind. Das ist auch eine Nachahmung einer Rüstung. Hier sieht man sogar damals schon die Anekdote aus Scheiße Gold machen. Das sind alte Waffen mit Speer vorne dran. Hier nochmal den Raum von der anderen Seite. Die Waffenaufstellung, die Rüstungen und oben die wunderschöne Deckenverkleidung. Ganz sicher, wenn ich mal befinde, ne? Ich immer so gekreuzt, wenn der durchstürzt, hast du es so gemacht. Ne? Wenn du jetzt an den Pferd kommst, ne? Dann hat der ist ja stärker als Pferd, dann kann der wegdrücken. Deshalb können die aus der Gefahr hier schlagen und stechen. Die könnten auch hier die Leute die Pferde runterziehen. Deshalb sind die Widerhaken da drin. Die könnten das richtig schön aktivieren. Ihr seht, das sind also zwei Eisenhüften. Ne? Und in die Eisenhüften, die hat man dann zusammengefügt, dann Luftblasen, hat Schwarzpulver rein. Und das waren so die ersten Granaten, die dann halt geschmeißen haben. Also mit einer Nieder, das so, glaub, war schon saugefährlich. Und die hat man dann einfach umgezündet. Also die Idee war ganz einfach, die haben gewusst, ab einer gewissen Farbe, wenn ich das ins Feuer lege, explodiert es. Also musste so einen armen Kerl sich schnell hinstellen, musste das über dem Feuer so heiß machen, dass es kurz vorm Explodieren war. Dann haben sie die Kanone reingesteckt und abgeschossen. Das waren die ersten Granaten. Ne?
Jetzt befinden wir uns im Keller der Burg. Dort sind die ganzen handwerklichen Sachen aufgestellt. Der Schmied, der Steinmetz. Der Wagner, der Küfer, die Vorratshaltung und im Übrigen war das hier unten mal der Pferdestall. Hier war Platz für 12 Pferde, für die Getreideernte, die Werkzeuge und das war alles in einem Gewölbekeller. Die Pferde haben die Wärme gegeben für den oberen Raum. Das hier ist jetzt im Innenhof. Da wacht der Krieger mit Pfeil und Bogen auf ein. Hier sind wir jetzt auf dem Weg in den oberen Teil der Burg. Durch dieses Tor müssen wir jetzt einmal durch. Ja, und dann befindet sich hier der Bergfried. Der ist ungefähr 25 Meter hoch und ist einer der einzigsten mit einer Kuppel obendrauf. Bis du wieder was hörst. Genau. Und dann klären wir zwei Dinge. Ist Wasser unten drin und wie tief der ist. Achtung. 3, 2, 1. Los. Sehr gut. Passt. Hier nochmal den Blick in den Brunnen. Also der ist mega tief. Das hier war der Antrieb für das Wasser hochzubringen. Da war der Esel drin und der musste laufen, dass die Leute ihr Wasser hochgekriegt haben, um die Kurbel anzutreiben. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die Tafel, wo alles nochmal beschrieben ist. Hier sind wir jetzt wieder raus und sind wieder im Innenhof der Burg und da schauen wir uns das Ganze hier an. Hier ist übrigens auch eine Burgschenke zum Kaffee trinken und Kuchen essen und auch mal Pommes essen. Sehr gut. Wenn man durch das Eingangstor wieder rausgeht, hat man hier eine wundervolle Aussicht. Traumhaft. Die Wolken sahen auch so bombastisch aus an dem Tag. Hier ist die Mauer, wo die Krieger ihre Waffen durchgesteckt haben, zur Abwehr. Schön gefällt's dir hier. Ich bin mir da so stürmisch. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Hier stehe ich jetzt quasi auf dem Eingangstor. Hier nochmal die Auskerbung
wo die Krieger ihre Waffen durch die Mauer stecken konnten, um die Feinde zu beseitigen. Und da hinten, wo die Tischtennisplatten rechts stehen, hier ist die Jugendherberge. So Leute, wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir haben uns jetzt gedacht, da das so stürmisch war da oben, drehen wir das Ende zu Hause. Ja. Weil es war schon... sehr stürmisch. Nice, oder Püffi? Ja, also die Führung war sehr schön. Der Herr Krieger hat es sehr toll erklärt. Die Beschilderung, muss ich jetzt mal sagen, ist 1A zu dieser Burg. Yeah. Also das kann man gar nicht verfehlen. Ich glaube, da stehen ungelogen 20, 30 Schilder an jeder Ecke. Überall stehen Schilder. Also das kann man gar nicht verfehlen zu finden. Sehr interessant. Ja, also für eine Burg... sehr, die Räume völlig überwältigend. Der Brunnen habt ihr ja gesehen, mega. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen vorher. 12 Euro die Führung. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt für eine Familie. Es gibt eine Burgschenke auf dem Hof. Und ist eine ganze Stunde die Führung. Ja. Also schon sehr ausführlich. Wir konnten jetzt halt leider wegen Corona einige Sachen auch nicht besichtigen. Da ist ja auch eine riesige Jugendherberge dabei. Die hat momentan wegen Corona auch zu. Und in den Bergfried konnten wir leider auch nicht rein, weil da haben sich in Corona-Zeiten jetzt, wo der geschlossen war, die Falken eingenistet. Und jetzt muss da erst irgendeine Firma kommen, die das reinigen muss. Deswegen konnten wir da auch nicht hoch. Aber das hat gar nicht so gestört eigentlich. War sehr schön. Ja. Ist halt eine Burg, wo der Ausblick jetzt nicht so überwältigend ist wie auf vielen anderen Burgen, aber dafür gibt es innen drin viel zu sehen. Sehr viel, was man bei anderen Burgen nicht hat. Ja, unten auch eine schöne Kinderrutsche, so eine tolle. Stimmt, ja. Am Eingang, also ja. Also auf jeden Fall von uns gecheckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sorry, kein Corona. Wenn es heißt, unterwegs im Odenwald. Macht's gut. Ciao.